Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge Amnesia Uncut. Das Ganze machen wir für YouTube und das Ganze machen wir auch aktuell gerade auf Twitch. Falls ihr mal mit dabei sein wollt, kommt gerne bei uns auf den Twitch-Kanal mal mit drauf. Wir schreiben euch auch den Twitch-Kanal mal unten in die Beschreibung. Einfach mal reingucken, ab und zu werden wir da auch ein paar Sachen, schöne Sachen streamen. So, und dann gehen wir mal direkt wieder ins Spiel. Weil wir sind ja hier gelandet. Und müssen ein Rätsel lösen. Ich gehe mal davon aus, wir müssen irgendwas mit diesen Knöpfen hier machen. Eine wirkliche Info haben wir durch die Nachricht da nicht bekommen. Hier ist wieder die wunderschöne Schweinemaske. So, und wir haben ja noch gesehen in der letzten Folge am Ende, hier geht's runter. Da werden wir jetzt mal gucken gehen. Was wir da so finden. Oder vielleicht auch nicht. Einfach wild die Knöpfe drücken, könnte man machen. Werden wir auch noch machen. Aber erstmal wollen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir die Lösung, welcher Reihenfolge die Knöpfe sein müssen. Vielleicht erfahren wir ja das Ganze hier nochmal so ein bisschen. War da oben? Was steht hier? Gefahr, Verbindung X, höchst entzündlich, höchst ätzend, höchst giftig. Oh. Oho. Heißt jetzt, wir machen. Achso, ich muss hier die Dinge aufmachen? Richtig? Ja, und irgendwie hört sich das an wie so ein. Wie so ein Geigerzähler. So, hier ist doch alles jetzt an, genau. Muss ich jetzt alle. Warte mal, jetzt gehen wir mal nach oben. Vielleicht muss ich ja wirklich nur dieses eine Ding da öffnen. Und jetzt kann ich irgendwie mit den Knöpfen alles betätigen. Warum auch immer ich jetzt alles betätigen muss. Aber das werden wir ja gleich herausfinden. So. Da sind wir wieder. Und jetzt drücken wir mal Knöpfchen. Das können wir nicht drücken, okay. Dann auch. Nummer 3 auch nicht. Also 1, 2, 3 geht nicht. Und 8 geht nicht. Oh doch, 8 geht. Aber 3 geht noch nicht. Ha! Ich muss immer warten, bis die runtergefahren sind. Okay. Jetzt habe ich alle 3. Und was mache ich jetzt? Gehen wir jetzt hier nochmal? Also ich gehe jetzt mal hier zurück. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal nach unten müssen. Ich glaube, dass wir jetzt hier irgendwas freigeschaltet haben. Vielleicht? Was? Wie? Ersticken? Warum? Was ist denn mit dir verkehrt? Ich kann den Nebel nicht bewegen. Aber den dafür. Ja. Wo seid ihr denn? Warum gehen die ganzen Lampen an? Oh, hier geht's hoch. Now, Mandus, set them free. Set them all free. Ja, okay. Und wir werden eingeschlossen. Was war das? I breathe again. I rise. I will rise to bleach the sky and still the water. I will spin the world wheel and set the future upon the path to redemption. Where are my children? You promised me my children. My time is come. More pig. More pig. Boys. Boys. Das sind ja meine Kinder. I'm sorry. Oder? I'm so sorry. Okay. Was ist mit ihm passiert? What? Ey, sag mir bitte nicht, dass das Spiel jetzt durch ist. Nee, oder?
Nee, 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 nee. Das kann es ja jetzt auch nicht gewesen sein. Okay, jetzt war es auch noch nicht. Und irgendwer flüstert mir ins Ohr mit Daddy. And emerging, I raised my head to an uncaring sun and I cursed this world of pain and despair. This civilization built on the ricketed bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell, and I crawled my way home. Das war doch jetzt... Das Oh no. Oh Gott. Okay. 29. Dezember 1899. Kann sich ein Mann neu gestalten, sich selbst bis auf die Grundmauer niederreißen und neu anfangen, nachdem er sich vergegenwärtigt hat, wer er ist und zu was er geworden ist? Sind das unsere Seelen? Ein Haufen winziger Zahnräder und Uhrwerke, komplexe Maschinen, die einem Zwecke dienen, den wir nach gründlicher Überlegung ändern können. Kann ein Mann, definiert durch seine Handlung, definiert durch das, was er nun abstoßend findet, sich zur Sabotage dieses Körpers, seiner Maschine aufmachen, bis diese Kinder seiner Seele von Neuem bewegen? Und kann er mit Hoffnung im Herzen an einer neuen Sonne in einem neuen Jahr, einem neuen Jahrhundert aufwachen? All dies frage ich mich, als meine Hände nach dem freiliegenden Drähten greifen. Kann eine Kreatur wie ich Wiedergutmachung leisten? Und falls nicht, so wäre der Tod unter meiner Schöpfung gewiss besser als ein Leben als Monster. Ja. Also, waren wir es denn doch selber, die das alles hier verursacht haben? Oder wie jetzt? Druckregler. Aha. Also wenn wir das wirklich selber waren. Where are my children? Ich glaube. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Also. Wir haben ja unsere Kinder gerade gesehen, oder nicht? Das ist alles sehr creepy. Okay. Hier gibt's noch wieder ein Briefchen. 31. August 1899. Kinder sind wirklich die wunderbarsten, nützlichsten Kreaturen, die man sich vorstellen kann. Die Unglücklichen vom Waisenhaus haben sich für die Reinigung der größeren Dampfrohre als unverzichtbar erwiesen. Das Material vom Schlachten scheint zwar an der Quelle tatsächlich zu vaporisieren, schwebt aber wie Staub durch die Luft und lagert sich in den Rohren ab und verunreinigt sie. In regelmäßigen Abständen schalten wir deshalb den Druck ab und schicken einen unserer kleinen Kobolde in die Rohre, um dort die Fettablagerung abzuschrubben. Und so marschieren unsere kleinen Entdecker in die Dunkelheit, bewaffnet nur mit einem gekürzten Besen. Sie müssen sich aber beeilen, denn der Druck können wir natürlich nur für kurze Zeit unten halten. Ansonsten riskieren sie, gefangen im Rohr von den überhitzten Dämpfen gekocht zu werden, wenn sie zurück ins System strömen. In solchen Fällen müssen wir hinterher ihre Kameraden hineinschicken, um die abkühlende Sauerei zu beseitigen. Von den Überlebenden weiß ich, dass man über die Rohre jeden erdenklichen Ort im Komplex erreichen kann. Ich lächle und sage ihnen, dass ich sehr stolz sei. Und dann verfüttere ich sie an die Schweine. Was? Also das Game an sich ist wirklich krank. Wirklich krank. Also Stevie und ich haben ja schon einige wirklich sehr, sehr kranke Spiele schon gespielt. Aber, das hier ist mal eine Nummer härter. Also, ist heftig. Nicht härter, aber ist krass. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ja, was ist jetzt meine To-Do hier? Also hier leuchtet alles grün, grün, grün. Kann ich hier den Hebel? Nee, kann ich nicht.
Kann ich irgendwas hier machen? Außer mir jetzt anzugucken, wo ich bin? Ich kann an keinem Rädchen drehen. Komm hier nirgendwo durch. Könnt jetzt hier wieder runter. Hier komme ich nicht hin, ne? Oder kann ich hier hin, wenn ich mich hier so klein mache? Nee, auch nicht. Ja, ist ja gut. Scheibenkleister. Ja, was ist jetzt mein To-Do? Was ist jetzt mein Auftrag? Automatische Druckreglerabschaltung. Ja, ich würde diesen hier... Also ich gehe mal davon aus, wir müssen den Druck abschalten. Ich weiß nur noch nicht wie. Weil ich kann hier mit nichts interagieren. Also die Kurbel ist hier auch festgezurrt. Hier gibt es keine Knöpfe. Oh, warte mal, hier. Jawohl. Und jetzt können wir hier den Druck abschalten. Und jetzt können wir doch hier hinten bestimmen. Hier durchrennen. Für Sabotage. Ich glaube nicht, dass du deine Kinder wieder kriegst. Bin ich ehrlich. Ich glaube, da ist... Das ist vorbei. A cleansing fire always burns, little Mandus, but it purifies and it makes anew. Did it hurt to carve out the fevered flesh? Oh nein, ey, guck mal, was hier alles liegt. Cut free the gangrenous foot? Ask instead this. Oh nein. Can we save them? When did I say that? That is not me. That is not me. Okay. Taschenlampe? Oh. Ich sehe nichts mehr. Es ist alles verwaschen hier. Oh, hallo? Ich kann auch die Taschenlampe nicht mehr rausholen. Was passiert? Sind wir jetzt ohnmächtig geworden? Oh oh. Da ist ihr Schweini. Da ist gerade jemand langgelaufen. Nimm uns mal den Zettel. 1. Dezember 1899. Einen Löffel Medizin, sage ich. Und es ist ein Silberlöffel, den du schon bei deiner Geburt hieltst. So war es für Mama noch schmerzhafter, aber du hieltst ihn so krampfhaft fest. In einer kleinen, schreienden, roten Faust. Später hast du versucht, im Garten mit dem Löffel ein Loch bis nach Mexiko zu graben. Und dann hast du mit deinem Löffel Würmer gegessen, um dich zu nähren. Dies war deshalb derselbe Löffel, den du deinen Zwilling gabst. Und dann grubst du mit ihm ein Loch in eine Uhrwerk... in ihre Uhrwerksesseln und aßt ihre Herzen unterwegs wie Suppe, um dich zu nähren. Mein dicker kleiner Maulwurf, wohin willst du als nächstes graben, frage ich dich. Und du und dein kleiner Silberlöffel, gemacht aus dem Silberrückgrat deiner Kinder. Oh Gott, eingewickelt in die Haare deiner verblichenen Geliebten. Oh mein Gott, Lilibeth, mein Liebling, was ist aus mir geworden? Ja, was ist aus dir geworden? Das fragst du dich jetzt. Gott, nee. So, hier kann ich auch wieder nicht rüberspringen. Okay, okay, okay. Also hier hatten wir gerade noch, ein Monster. Ein Schweinischwein. Was hier eigentlich lang gelaufen ist. Aber es ist jetzt weg. Okay. Kann ich damit was machen? Oh Gott. Oh Gott. Es war nicht beabsichtigt. Es war nicht beabsichtigt. Bitte lasst mich in Ruhe. Es war ein Versehen. Wirklich. Lol, warte mal. Muss ich zufällig? Ja, ist ja gut. Muss ich zufällig dieses Rom mitnehmen? Komm mit. Um es da hinten einzusetzen? Vielleicht? Aber da komme ich ja nicht so lang, deswegen gehen wir jetzt mal hier lang. Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht runtergerannt.
ich hier so lang? Nee, auch nicht. Ah, ich muss das irgendwie abschalten. Damit ich da... Ich bin der Meinung, ich muss die Rohre sammeln und die dann da hinbringen, damit der Dampf da kombiniert wird, damit ich hier durchkomme. Aber irgendwie ist schon wieder Erdbebenzeit hier. Okay, warte, hier kann ich nichts mehr abgreifen. Wir hatten vorhin doch noch irgendwo eine kleine Leiter gesehen. Hier, genau. Gibt es denn hier noch irgendwie Rohre? Guck mal, hier gibt es auch mal so ein Rohr. Flop! Ja, komm mit. Din-din-din. Weil nach oben gehen wir auch noch. Gucken, gleich. Oder können wir jetzt hier hin... Oh, wir können hier hinten lang. Guck mal an. Hallo? Hallo? Muss hier das Rohr nicht rein? Nein, das Rohr muss da nicht rein. Okay. Ohohohoho! Ohohoho! Ich bin tot, wa? Aua! Ja, ich bin tot. Okay. Irgendwas habe ich richtig gemacht, aber auch irgendwie nicht. Warte mal, wir können... Hab ich... Okay, die Schweine sind... Die sind noch da. Und der Dampf ist noch weg. Und hier ist eine Tür. Die ich nicht öffnen kann. Verdammt. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du hast mich nicht gesehen. Ich bin hinterm Pfeiler. Du hast mich nicht gesehen. Du bist blind. Du bist blind wie sonst was. Du siehst mich nicht. Ja, lauf mal da weiter. Das war knapp. So, meine Orientierung ist wieder... Okay, ich muss wahrscheinlich da zur Leiter. Wir legen uns erstmal hier nochmal kurz hin. Oh. Damit wir das Schweinchen da... Ja, 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 ja. Es läuft weg. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell hier hin. Schnell, 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 schnell hier hin. Und ganz schnell die Leiter. Ganz schnell, oder? Bitte. Bitte, 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 bitte. Ja, ich bin oben. Jawohl. Ich bin weg. Freunde, ich bin nicht weg. Ah, okay. Hier ist jetzt zu. Gut, gut, gut. Kann ich nicht runterfallen? Sehr gut. Aber hier kann ich runterfallen. Ah, ich muss sogar hier runterfallen. Der tat weh. Der tat... Was macht ihr denn? Warum? So, und was jetzt? Oh, kann sagen, was jetzt? This is what you dreamt into being. Ja, ja. I will save them. You are too late. Wieso bin ich zu spät? My work has begun. Kill them, my piggies. Kill them all. Nein, wart nicht. Bitte. Warum? Er hat jetzt nicht, bitte, bitte, er hat jetzt nicht alle getötet, oder? Entschuldigung wegen meinem Husten, warte, ich muss mal ganz kurz mal mich richtig räuspern. So. Jetzt sollte es ein bisschen besser sein. Oh nee, oh nee. Jetzt hat er hier die Leute beauftragt, alle zu töten? Warum? Warum habe ich ihm überhaupt geholfen? Und warum habe ich überhaupt solche Experimente gemacht? So, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt wieder draußen? Nee. Wir sind immer noch nicht draußen. Dafür sind die jetzt draußen. Oh nein. Und wo sind die denn gekommen, oder? Gehen wir doch mal gucken, von wo die gekommen sind. Achso. Was?
Okay, die Schweine sind da hinten lang. Crashow und Jones. Bucks Row. Okay, wir sind in der Bucks Row. Wie viele hat der denn hergestellt? Oh God, no, what have I done? Ja. Was passiert? Mandus, I know you are out here. Ja. Kannst mich mal, ey. This is not what I meant. This is not what I meant at all. Ja. Wo kann ich denn hin? Ich kann hier nach oben. Bringt mir das was? Ja, super. Ich bin hier nach oben wegen einer Notiz gegangen. Oh Mann. 25. Oktober 1899. Niemand vermisst die Armen. Treibe ein paar Waisen zusammen und die Welt wird dir dafür danken. Lass eine Hure verschwinden und der Applaus eines Gentlemans ist dir sicher. Bring einen Bettler zur Strecke und eine Lady ist wieder sicher unterwegs. Ich hasse sie. Ich hasse sie mehr als alle anderen. Dieses Privileg, diese Überheblichkeit, diese sogenannten Anführer, diese Säulen der Gesellschaft, diese Reichen und Überspannten. Sie mögen ihren Schmutz zwar innerlich tragen, aber trotzdem sind sie nicht weniger schmutzig. Ich habe Pläne für Simme alle? Für sie alle wahrscheinlich. Wir werden sie nähern und dann werden wir uns an ihnen laben. Okay. Nein! Also wir werden verfolgt. Von den Viechern? Gott, hier brennt es! Die Burner Street. Redeem yourselves. Nein. Redemption is at hand. Enter the cleansing and set your souls free. For you are born into filth and will die as pigs. Only through my redemption can you ascend to the skies and claim the heavens as your kingdom. Fall on your knees. Ashes, ashes, bones and ashes. Was? Ey, der Typ, der hat die echt nicht mehr alle. Wo geht's denn jetzt hier für mich weiter? Ich will einfach nur weg hier. Kann ich einfach nur hier so weg? Geht das? Einfach raus. Hier auch nicht raus. Verdammt, was haben wir hier? Kinder, nicht vergessen, Verschwiegenheit und harte Arbeit ebnen den Weg in den Himmel. Nein. Oh, hier geht's weiter. Okay. Oh Gott. Was machen die? Verfolgt er mich? Nö. Verfolgt mich doch, wer oder was? 23. Dezember 1899. Ich starre mich im Spiegel an. Den Penis in der Hand. Okay. Mein Spiegelbild grinst mich an. Sein Mund ist voller Schwefellost. Eitler Narr, spottet er. Bist du wirklich so viel anders? Glaubst du wirklich, deine bösen Taten sind schlimmer als der Rest von ihm? Du bist nur ein schwacher Mann, ein Produkt seines Zeitalters. Derselbe wie jeder andere. Dies ist das Reich Schwachkopf. Dies ist die tötende Dummheit, das natürliche Ergebnis des Sozialdarwinismus. Wenn du böse bist, dann ist diese Welt böse. Du lässt das Blut halt auf die Straße laufen, anstatt es im Armenhaus zu verbergen. Du hältst die Klinge und ziehst sie selbst durch. Du bezahlst keinen Handlanger dafür. Dies für dich zu erledigen, wo du es nicht sehen kannst. Wenn du böse bist, dann bist du zumindest aufrichtig böse. Und das alleine macht dich zum Übermenschen. Und so wasche ich meine Hände und gehe ins Bett. Nein, jeder, der so eine Gedankengänge hat, nein. Bitte geht zum Arzt und holt euch Hilfe. Wirklich. Nein.
Oh. Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt geht's hier wieder weiter. Oh nee. Wir waren doch schon draußen, jetzt sind wir schon wieder in der Fabrik. Warum? Ich will doch nur hier weg. Eigentlich will ich nur zu meinen Kindern, wo ich nicht glaube, dass meine Kinder noch wirklich noch leben. Leider. Ich will doch... Nein. Also, ich hoffe nicht, dass ich das geplant habe, so wie du das jetzt hier durchziehst. Mit den ganzen Monstern. Oh, bitte nicht. Kann ich bitte eine Waffe haben? Also irgendwas, womit ich mich verteidigen könnte. Das wäre nice. Das Schwein ist doch niemals schneller als... Doch, das Schwein ist schneller als ich. Kann ich vielleicht jumpen und bin dann dadurch ein bisschen schneller? Ich glaub nicht. Hey, das ist ein Problem, wa? Na, jetzt kommt sie hier nicht durch, wa? Beast. Creature. Where are my children? Where are my children? Ja, wo sind die Kinder? Wo sind sie? Oh, jetzt gehst du wieder mit dem Fahrstuhl runter, oder wie? Oh, nee. Warum? Da ist doch gerade... Wo ist denn das Kind dahergekommen gerade? Da ist doch gerade eben noch jemand langgelaufen. Wie? Oh nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Jetzt geht's wieder ab in die Katakomben, oder wie? Also, nee. Ich kann mich nur, also ich wiederhole mich immer viel gerade. Aber ja, wir sind schon wieder in irgendeiner Fabrik. Oder in dem Fabrikgebäude. Weil wir wollen ja unsere Kinder finden. Zumindest ist das so unsere To-Do, die wir jetzt aktuell vorhaben. Okay. Dann lass uns unsere Kinder finden und dann aber ganz schnell, aber sowas von schnell, uns hier verdünnisieren. Oder? Also, so wäre jetzt mein Plan. Wo sind meine Kiddies? Da geht's nach oben. Kann ich hier irgendwas drücken? Kinder? Seid ihr hier drinne? Will they be free? Yes, my friend. Drained and bled and freed from the prison of the flesh. Ja. Free to ascend as smoke to the stars. And the good. The worthy. How will we save them? Show me these worthy, Mandus. Show me these good. I do not see them. Nur weil du die nicht sehen kannst, mein Freund, heißt es nicht, dass die nicht gut sind. Nur weil du denkst, dass du das sehen könntest. Ja, nee. Gefahr. Verbindung X, kein offenes Feuer, kein was? Unabgeschummte Elektrik. Okay. Wo sind meine Kiddies? Okay, kann ich hier irgendwas drücken? Nein. Hier ist mein Notizzettel. 27. Oktober 1899. Und dann nach oben, ab ins Bett. Ins Bett. Zum Umherwerfen und Wenden auf geblähten Bräuchen zu kopulieren und zum Kotzen auf... Scheiß Lounge? Himmelbett oder Schminktisch? Was? Was ist da für eine Lounge? Egal. Schließlich der Zusammenbruch auf der verschlingenden Matratze, betrunken und betäubt und fett und dumm und besinnungslos. Und löst die Falle aus. Menschenschweine, löst die Falle aus. Nur ein gezogener Hebel und eine Reihe hydraulischer Kolben und Getriebe wird in Gang gesetzt, wodurch drei Wände aus Stahlkolben über den Himmel von der Decke fallen, das Produkt im Bett einsperren und jede Flucht unmöglich machen. Dann wird das gesamte Bett über einen leistungsstarken, ebenfalls hydraulischen Federmechanismus nach hinten in die Wand gekippt. Der Druck für dieses System wird als Nebenprodukt
des Vakuums Ausweidungssystems erzeugt, den man an anderer Stelle der Schweineproduktreihe zur Massenproduktion eingesetzt. Auf diese Weise haben wir unsere eigene kleine Revolution geschaffen, denn die Mobilisierung der Massen ist ein Auslöser für die Ausrottung der Reichen. Oha. Oha. So, und das heißt jetzt hier was? Ach, lass mich raten. Ich muss hier bestimmt wieder irgendwas reinschmeißen. Kann ich irgendwas mitnehmen? Irgendwas, was schwer ist und was nicht so schnell kaputt geht. Wie das da? War gar nicht so verkehrt. Oder? Jo. Cool. Das heißt jetzt, ich kann was machen. Kann ich jetzt wieder zurück? Wir gucken mal. Aha, wir haben hier das auf jeden Fall irgendwie ausgeschaltet. Finde ich gut. Jetzt können wir hier wieder nach oben. Das finde ich auch gut. Haben wir jetzt damit die Sache gesprengt? Okay. Scheiße. Warum ist er jetzt da? Kannst du da lang gehen? Ich muss wahrscheinlich da lang. Ist das okay für dich? Oder läufst du nur hier im Kreis? Ja. Hab ich mir gedacht. Du läufst hier nur im Kreis. Shit. Ich bin der Meinung, ich muss da hin. Ich muss ihn irgendwie da weglocken. Kann ich irgendwas mitnehmen? Kann ich irgendwo was reinschmeißen? Oder kann ich ihn unter Strom setzen? Lass mal ganz kurz gucken. Haben wir ihn jetzt geröstet? Den guten Boy? Könnte ich jetzt eigentlich auch... Er steht zumindest da drinne. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt hier runterspringe. Warte mal, wir können ja nochmal das Ding bewegen. Wenn ich das jetzt hier wieder wegmache, lebt er dann noch? So, kurz geguckt. Bewegst du dich dann noch oder bist du tot? Du siehst aus, als ob du noch atmest. Das gefällt mir nicht. Habe ich die Möglichkeit, hier einen Jump-and-Run-Action-Baum zu bauen? Ach komm, wir gehen einfach runter, oder? Okay. Okay, wir haben es geschafft. Die Kuttlerei. Die ist noch rot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, warte mal. Das ist alles an. Ja, was ist jetzt an und was ist aus? Ist das aus? Lol. Was auch immer ich gemacht habe. Jawohl. Ich mache hier alles kaputt. Ist mir... Wow. Okay. Haben wir kaputt gekriegt. Hier auch nochmal. Flupp. Ich glaube, das ist Sinn und Zweck der Aktion. Wunderbar. So, und jetzt hier nochmal? Ja, ja, wir machen alles kaputt, Freunde. Wir zerstören hier alles, was geht. Und jetzt den Hebelchen drehen, oder was? Ein Hebelchen drehen? I know you, machine. I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too late, Mandus. My was? Great works are almost begun. Was hat begonnen? Wo geht's jetzt hier lang? Hier?
Oh. Nee. Hier gibt's noch einen Zettel. 27. Oktober 1899. Und spare in der Zeit, so hast du in der Not, denn hier werden das Geschlabber und die Innereien durchsiebt und sortiert und gelangt durch meine Kanäle und Hilfsmittel in die Welt, als man sich überhaupt vorstellen kann. Das Produkt durchquert diesen Abschnitt der Maschine und wird durch die Klinge getrieben, was es für die Metzgerei in zwei Hälften schneidet. In der Zwischenzeit lagern wir es in unseren Kühlräumen unter dem Haus und die bei der Kühlung natürlich entstehende Hitze wird in die Rohre und Risse dieser Zimmer gespeist. Das, mein Freund, ist der Grund dafür, weshalb wir hier in einer eiskalten Winternacht bloß in Hemden und Westen sitzen, ohne dass ein Feuer brennt, über unsere großartige Unternehmung diskutieren können. Die Wärme in unseren Bäuchen und Zehen kann man direkt den Bäuchen und Zehen zuschreiben, die jetzt in diesem Moment unter unseren Füßen durch Dampf, Feuer und Klingen gehen. Okay, Heizung, mal anders. Wunderbar. Okay. Wo geht's als nächstes hin? Na, hier waren wir jetzt über. Hier komme ich nicht mehr hoch. Hier kann ich nichts mehr drehen. Also hier habe ich ja jetzt wirklich alles kaputt gemacht, was ich kaputt machen konnte. Ja, also, ist ja... Das ist okay. Mein Problem ist jetzt eher, wie komme ich wieder raus? Weil geradezu... Nee. Die Kuttlerei. Ah doch. Doch, komme ich raus. Okay. Doch, geradezu. Okay. Ja, gut. Hab nur nicht richtig geschaut. Oh nein. Okay, 2. Dezember 1899. Ich entferne mich von diesem Tempeln, diesem kleinen Steinhaufen unter den Rhododendren. Die Schädel der Unschuld unter der losen Ackerscholle. Kopflose Brustkörbe im kühlen Stein hinter den Altären. 3000 Meilen auseinander. Ich verfolge mein Leben zu diesem Augenblick zurück. In uralten Stein geätzte Wasserablaufrinnen. Die Gifte sind schon in diesem fallenden Wasser. Es tut mir wieder leid mit dem Vorlesen. Diese Schriftart ist für mich echt schwer zu lesen. Ich zacke und würge und erbreche mich ins Waschbecken und ich ergreife es mit beiden Händen und ich starre. Dort, im Abfluss, so klar wie der Tag, ein Spielzeugrückgrat, ganz präzise und intrikat. Intrikat? Wie das Rückgrat eines Kindes. Oder meint er intakt? Na, egal. Wie kann das sein? Wie kann das Rückgrat eines Kindes wie ein Uhrwerk gemacht sein? Ich wusch es vorsichtig und lege es auf den Kaminsims neben das Ei. Mich selbst legte ich unter den Garten, wo die Kinderschädel begraben sind. Ich nenne es mein Mexiko. Kranker Typ. Einfach nur kranke Gestalten hier. Ja... Treppe? Da, okay. Wirklich? Wer brüllt jetzt hier so rum? Bitte nicht. Oder ist es der Typ hier, der uns hier verarscht? Der uns immer irgendwelche Infos hier zukommen lässt und die eigentlich kacke sind. Ich bin hier wieder, an der Fuß dieser Stairs. Towards the red light of the nursery. Sunset in the window like a bleeding sky. The horizon a slit throat, the seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. Gott, wir gehen hier wieder weg. Ganz schnell weg. Ganz schnell woanders hin. Oh nee. I can meet him, your great engineer. How marvelous. I must say, Mr. Manders, my excitement is almost unseemly. Yes, I can see that.
Step this way, Professor. I will be right behind you. Mandus. Mandus, where the devil are you? I can't see a damn thing. Mandus! No? We are the pig, Professor. We are all the pig. Okay. Alter! Wie viel Blut muss denn... Oh Gott! Oh nein. Oh nein. Das sind, glaube ich, unsere Kinder. Ja. Die haben wir vorhin schon gesehen, das mit dem Herz. Oh, lol. I climb in stillness now. Blue water runs in my veins, now I am clean. I carry the knife of this factory, the bowl of this mill. I am come to collect you from your fields and your furnaces. I will gather you into the white clouds. I will gather you to me. And I will take you home. Mhm. Blaue Flüssigkeit läuft jetzt durch seine Adern und er trägt die jetzt alle nach Hause. Aha. Und das einzige Zuhause ist anscheinend in einem blutvollen See ein kleines Häuschen zu bauen, was aussieht wie eine Gefängniszelle. Ah ne, er ist ein Fahrstuhl. Entschuldigung. Tja. Weil... Macht ja Sinn, hier so einen Fahrstuhl hier so hinzubauen. Ich sehe nichts. Also, ich weiß nicht, wo wir hier sind, aber wir nutzen mal den Fahrstuhl. Und gucken mal, wo wir hinkommen. Oh. Und ich hoffe, dass unseren Kindern eigentlich nicht das passiert ist, was wir vorhin gesehen haben. Vor allem nicht, dass sie sich einfach ihr eigenes Herz rausreißen. Das wäre echt nicht gut. Echt nicht gut. Okay. Warum will er jetzt die Welt wieder... Mann. Warum spielen wir denn eigentlich solche Sachen hier jedes Mal, dass irgendwelche verrückten Professoren oder sonstige Geschichten irgendwelche Monster mal wieder zum Leben erwecken? Die dann sagen, ja, komm, ich verbessere die Welt. Ich gehöre dazu. Nein. Hör doch einfach auf mit solchen Sachen. Okay. Und hier sind wir gekommen. Was haben wir hier alles? Vakuums Ausweider. Können wir die... Nee, können wir nicht aufmachen. Was haben wir hier? Das ist auch ein Vakuums Ausweider. Das sind alles... Alles so eine Dinge? Gutlerei-Vormalung. Gutlerei-Vormalung, okay. Abkochschläuche. Die Wurstmacherei. Ja, die Wurstmacherei, genau. So, und hier werden dann die Würste gemacht, oder wie? Why did you take my children? I, Mandus. Of all the blood we have spilled together, the first drops fell from your hands alone. Then I am damned for a filicide, and everything is lost. Ja. Also, wenn du damit angefangen hast, ja. Dann solltest du richtig Schuldgefühle kriegen. Mandus Processing Company Organ Verteilertanks Wartungszugang. Ist da gerade so ein Monster
mit Strom elektrisch einfach hier so lang gerannt? Oh no. Also ich sag mal so, wenn die sich jetzt selber umbringen, ja, also die erschaffenen Monster, die wir da so haben und so, wäre das okay für mich. Ja, sollen sie sich alle selber wegfressen. Cool, ja, das können sie machen. Finde ich, ist jetzt nicht so schlimm. So, was ich viel schlimmer finde, ist eben halt, wenn das Licht hier anfängt zu flackern, dann ist hier irgend so ein Viech in der Nähe. Aber es ist keins in der Nähe. Oh doch, hier unten. Ja, ist aber auch tot. Deswegen sage ich ja, wenn die sich selbst umbringen, okay, cool. Ja, sollen sie machen. Aber bitte lass Kinder und alle anderen in Ruhe. Bitte. Wäre awesome. Okay, hier kommen wir durch. Müssen wir hier irgendwie Maschinen wieder ausmachen oder so? Oder müssen wir jetzt einfach nur durchrennen? Und finden ab und zu ein paar kleine Notizzettel. Irgendwas passiert? Was passiert hier? Okay. Wir gehen weiter. Ich gehe mal von aus, wir müssen in den... Oh, ich will... Panik, ich weiß nicht wohin. Gott. Warum macht sich die Tür einfach so auf? Jemand da? Ich gehe mal von aus, wir müssen hier zu diesen Terminals. Fuck you. Fuck you. Aber ganz großes. Leck mir am Arsch. Ja, und er kann sich teleportieren, oder was? Ja. Ja, ist klar. Ja, und ich krieg jetzt hier... Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich sehe nichts mehr. Ja. Und ich bin tot. Wie? Vor allen Dingen... Zick, 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 zack. Und der ist denn ganz woanders. Okay, warte. Dann müssen wir uns sortieren. Ah, müssen wir hier mal kurz... Ah, so, jetzt geht's rund. Freunde, jetzt geht's rund. Jetzt klatschen wir ihn weg. So, wir rennen direkt dahin. Was ich nicht kann. Aber wir nehmen diesen Hebel. Klatsch! So, kleiner Wichser. Ja, hast du dir gedacht so, ne? Ich renne jetzt in die andere Richtung. Ich hoffe, es funktioniert. So, jetzt geht's hier. Zickzack, zickzack. Nein, nichts. Zickzack, zickzack, zickzack. Schnell weg. So eine Scheibenkleister. Okay, let's go. Oh. Ich höre dich. Lass mich in Ruhe. Ich höre dich. Ich höre dich ganz genau. Ich höre dich hinter mir. Blup. So. Aha. Haben wir ihn erledigt? Komm ich jetzt hier raus? Bitte. Ja, wir kommen raus. Ja, schnell weg hier. Dann schnell raus hier. Gibt's hier noch irgendwas zu lesen? Nein, nein, okay. Weiter geht's. Oh, oh, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Aua, auf meine Maus. Okay, hier sind Hide-and-Seek-Spots. Finde ich nicht so gut. Aber, okay, wir kommen mal direkt raus. Oh, meine Güte. Jetzt nimmt das Ding aber hier zum Ende hin ganz schön Fahrt auf. Oh. Überhaupt nicht stressig. So, hier können wir durch. Okay, cool. Only to save you. Only to spare you. I would have given my soul to spare you this world and its loan. Ja. Oh, my children. My children. What have I done? What have I become? Ja, das war nichts Gutes, was du da gemacht hast. Bin ich ehrlich? Im Prinzip hat man zwar Monster erschaffen, aber... Ja. Aber im Endeffekt selber ist man auch nur so viel Monster, wie man selber gemacht hat, glaube ich. All of my wrongs will be righted. All of my sins washed clean.
Ja, und wie willst du es machen? Du kannst deine Taten nicht rückgängig machen. Die sind leider geschehen. 28. Dezember 1899. Erinnerungen. Sie tauchen wie aufgeblähte Körper im Abschaum der Themse auf. Ich sah sie an, bedeckt mit dem Blut ihrer toten Mutter. Kleine Schweinchen, wie sie da schreiend an ihren Windeln lagen. Und sofort war mein Herz voller Liebe und zugleich allumfassenden Hasses, den ich mir niemals hätte vorstellen können. Hat sich meine Seele an diesem Punkt gespalten und ihn geschaffen? Was das Ei meiner Seele? Der Moment, in dem die große Uhr zu ticken begann? Der einzige Weg zur Wiedergutmachung ist, uns wieder zu vereinen, mich wieder eins zu machen, den großen Kreis zu schließen und diesen Verrückten abermals in meinen Herzen zu lassen und ihm zu vergeben wie mir selbst. I love you, my darlings, and I am sorry. I am sorry for all I have done. I simply loved you all too much for this world. Ich glaube, das geht wirklich jedem Elternteil so. Jeder, der Kinder hat, Dornziges, die Kinder bedeuten immer alles. Ist so. Also, ich kann es nicht nach. Also, ich habe keine Kinder, aber. Mandus. Ich kann das komplett nachvollziehen. You may hate me, Mandus, but I have seen the future, your 20th century, and let me tell you this, a far greater slaughter awaits you there. I seek to save the world by blood now, before millions fall beneath history, pushed under by blade, bullet, and gas. Was? Warum? Wo bin ich? Och, fuck you, ey. Ja, genau. Und jetzt kommt er hier wieder, der Teleport. Das Teleportschweinchen. Genau. Und wir müssen hier ein Labyrinth durchrennen. Und er kann sich wieder teleportieren und ist direkt vor meiner Fresse. Ja! Mach doch nicht sowas! Wieder weg! Wo bin ich? Warum? Oh. Oh. Wo gehe ich jetzt hin? Kann ich jetzt hier nach oben, nach unten, hier durch? Okay. Oh. War jetzt ein bisschen stressig. Gebe ich zu. Meine Wortwahl lässt zu wünschen übrig. Gebe ich auch zu. Möchte mich auch dafür schon mal kurz entschuldigen. Ist nicht gut. Deswegen, wie gesagt, Wortwahl war jetzt gerade im Eifer des Gefechts, ist das mir leider passiert. Okay, wir können hier noch weiter höher. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist, dass wir hier noch weiter höher können. Weil, muss ich das alles anmachen? Muss ja jetzt nicht heißen, dass es gut ist. Okay, wir machen das mal einfach an. Ich weiß zwar nicht, was das macht, aber ich grebbel einfach mal alles an. So, dich grebbeln wir hier auch nochmal an. So, damit haben wir jetzt alles angegrebbelt, richtig? So, dann nehmen wir jetzt wieder die Leiter runter. It is over. It is time to end this madness. Wehe, ich werde jetzt wieder gejagt. Ist mir scheißegal, egal. Hier kann ich irgendwas machen. I am lost in the dry paper soul of the world. Bitte nicht. Bitte lass ihn jetzt nicht irgendwas spawnen hier. Bitte nicht. Listen to your heart. You know you are with me. You created me to save the world. I am your friend. Was? Was? Nein. Einfach nein. Kann man das ausschalten? Bitte. Lass uns das doch bitte beenden. Ausschalten, die Maschine.
Ja, guck mal hier. Hier gibt's einen Ausschalter. Kann ich hier irgendwie... Ja, nee. Kann ich nicht. Verdammt. Wie kann ich hier? Oh, hier bin ich aber langsam unterwegs. Ich kann nicht sprinten. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Mandus, please. I am no more evil than you. We sought the same thing. To save humanity. Ridding them of their painful, stupid, pointless lives. Mandus, stop. Think about what you are doing. For your children, Mandus. Do not speak of my children, monster. I did not kill your children, Mandus. You sacrificed them on the temple steps, knowing what the coming century would do to them. Your sons will drown, lungs full of mud and shrapnel, on the banks of the Somme. You wanted to save them from the horror to come. That is the vision we shared. Everything we have built to affect is coming back. You and I are one. We are the same. Our souls are entangled. We deserve to make them free. Oh no. Oh no. Oh. Da sieht alles nicht gut aus. Okay. Was passiert jetzt hier? Oh, okay. Was? Papa? Wie? Wo? I have stood. Mustard gas. I have seen two brothers fall. I have lain with holy wars and copulated with the autumnal fallout. I have dug trenches for the refugees. I have murdered dissidents where the ground never thaws and starved the masses into faith. A child's shadow burnt into the brickwork. A house of skulls in the jungle. The innocent. The innocent Mandus trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the Mandus. They will make pigs of you all. And they will bury their stabs into your ribs. And they will eat your heart. Also ich hoffe nicht, dass es irgendwie ansatzweise mal eine Vorstellung im 19. oder im 1899 wirklich war. Ei. Okay. Please, Mandus, no. For your children. Lass mich raten, wir machen das jetzt selber. Da rechts und links waren unsere Kinder. Oh nein. Okay. Was passiert? Also ich hab den Knopf gedrückt, ne? Oder muss ich dazu sagen? Okay. Haben wir uns jetzt selbst umgebracht? Also wir haben uns ja in die Maschine da gesetzt. Aber wir gucken mal. Es kommt. Ich weiß nur, dass links und rechts unsere Kinder waren. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt gucken wir mal, ob es noch weitergeht oder ob wir uns jetzt selbst umgebracht haben oder verwandelt haben. And watch the god I had created.
created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man-pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. A church bell ringing out. And in that moment, the new century was born. Tja. Das neue Jahrhundert ist geboren. Was kommt jetzt? Das war's. Amnesia, a Machine for Pigs. Man muss ganz ehrlich sagen, ein sehr verstörendes, krankes Spiel. Wenn man sich wirklich alle Sachen mal so verinnerlicht, was da passiert ist. Und wie der ganze Ablauf war. Meine Fresse. Das war richtig fies. Folgende Personen haben für ihr Vergnügen und ihre Würdigung daran gearbeitet. Das Drama ist das Werk von... Ja, Hut ab dafür. Die Story ist richtig böse. Jeder, der gerne Horror-Games spielt, sollte vielleicht auch diesen Teil spielen. Und ich hoffe dennoch, ihr hattet heute ein bisschen Spaß bei der heutigen Folge. Das war dann der zweite Teil von Amnesia. Es gibt aber noch einen dritten Teil von Amnesia, der nennt sich Rebirth. Da werden wir mal gucken, dass wir den eventuell auch noch aufnehmen und den dann auch noch mit raushauen. Aber das, glaube ich, wird noch ein bisschen einen Moment dauern, bis wir damit fertig sind. Ansonsten, lasst uns gerne wissen, ob ihr, wie gesagt, das Format mögt in den Kommentaren. Wir haben das Ganze auch parallel aufgenommen auf Twitch. Ja, falls ihr da was verpasst, gerne mal bei uns unten in Twitch mal reingucken. Wir haben es unten in die Kommentare mal mit reingeschrieben, den Kanal. Und zusätzlich haben wir auch seit neuestem, nicht vergessen, Instagram. Ja, da werden auch verschiedene Sachen immer mal gerne angekündigt. Das Ganze macht der Steve bei uns. Gerne mal Benny und Steve suchen auf Instagram. Und da seht ihr dann aktuelle Bilder von uns oder halt auch Projekte, die wir dann so langsam Stück für Stück angehen. Und da vielleicht schon mal so ein bisschen vorbereiten. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, wie gesagt. Und wir sehen uns einfach bei einem nächsten Projekt. Und bis dahin sage ich erstmal, reingehauen!